Aufnahme geht los mit Gecko OS Version 1.9.3.1 ist das. Mache ich jetzt eine Aufnahme. Und zwar Mario kann wie mit Cheats. Ich habe erstmal jemanden freigespielt, den werde ich dann direkt nehmen. Baby Luigi freigespielt, 8 Expertengeister. Versus Rennen, die Regeln, 150 Kubikmeter schwer, alle Fahrzeuge, Kurs wird zufällig ausgewählt, kurios und 32 Rennen. Solo Rennen, dann nehme ich den freigespielten Baby Luigi. Mit dem Kamek-Knaller. Und es geht los. Manuell. Ich habe jetzt zufällig gewählt, deswegen kommt jetzt keine Kursauswahl. Es geht auf der Bowsers Festung los. Mit Cheats. Bam. Gedodged. Gedodged. Jetzt geht mit Cheats los hier. Boom Jump habe ich auch noch drin, ne? Oh, ich bin runterfallen. Zack, in die Lava. Bam! Bam! Ich dachte, ich habe einmal gedodged. Blitz! Boah, ein Cheater hier. Powerblöcke. Und extra runterfallen. Oh, die ganzen verrückten Sterne. Die fliegen ja gar nicht bei mir rein. Oh, da kommen die ganzen Stachis. Ach, da rammt mich. Und in die Lava. Los mit dem Willi. Ah. Und da kommt die ganze Stachi. Ich dachte, die konnten alle eingeschlagen. Und das erste Rennen vorbei. Bam. Kurs Nummer 1. Glühheiße Wüste. Kurs Nummer 2. DS Glühheiße Wüste. Hier rüberkommen. Gehe ich da hin. Der Kugel will, geht da lang. Seht die Runde sogar? Leider nicht. 12 da. Da zählt die Runde leider nicht mehr. Powerblock.
alle gedodged. Voll die Cheater offline ist es. Und nicht, dass die Runde schon wieder nicht zählt. Jetzt zählt die Runde. Pilze. Zack, da drauf. Blitz. Und die ganzen Stachelpanzer fliegen weg. Da kommen die ganzen Stachelpanzer wieder. Boah. War ein Stachelpanzeransturm hier. Noch einer. Das muss es jetzt aber gewesen sein. Vulkangrollen. Da mache ich den Glitch. Da mache ich den Glitch. Komm mit drauf. Erster. Und Runde 2 gezählt natürlich. Dreht noch ein Blooper ab. Ah. Ja, hängt das nicht fest. Und jetzt nochmal eine Runde. Kugel Willi. Und die ganzen Stachelpanzer fliegen schon wieder weg. Und da kommen die ganzen wieder. Da waren die ganzen Stachelpanzer wieder. Das ging relativ schnell, Vulkangrollen in den Glitch. Regenbogen wurde wahr. Weg. Direkt mal gefailt. Und zählt nicht. Aber ich bin immer noch Erster, wo die Runde nicht gezählt hat. Runde muss man mal zählen. Immer rückwärts. Die Runde mal zählt. Bam! Jetzt zählt die Runde mal. Ah, ging natürlich genau da rein.
Oh, die Panzer. Das ist ein Stachelpanzer. Ah, gefeilt. Und schon wieder wird aus der Luft gehauen. Und gewinnen. Direkt neben Mario. Ah, der haut mich natürlich. Warum? Bam, bam, die ganze Stachelpanzer wieder. Neben Luigi. Rennen 4. Koopa Cup. Alle gedodged. Maxi Pilz halt auch mal dagegen. Ja. Ach. Bam, wieder einmal. Wer hätte es? Sabeland. Luigi. Luigi.
Blitz. Aber jetzt habe ich hier Heimstrecke übrigens. Diesmal Heimstrecke für mich. Rennen Nummer 6 war das. N64 Bowsers Festung. So. Bam. Coole Winnie. Inka, still! Genau da kommt ein Stachelpanzer. N64 Bowsers Festung. N64, wieder eine N64 Strecke, Marios Rennpiste. Erstmal eine Runde Vorsprung rausfahren. Ich bleib da oben hängen. Beim Moonjump bleibt man da oben hängen. Der Rote hat mich nicht getroffen. Yoshi! Also sie sind durch den Moonjump landen die da also weit außerhalb. Ich schieße sie zwar ab und bin Erster, aber ich kriege die jetzt nicht ab. Solange ich ein Kugel Willi bin. Und jetzt haben die mich gemerkt, die Stachelpanzer. Jetzt will ich auch mal die über eine Runde folgen lassen. Versuch mal das. Oh, das sind locker 10 Stachelpanzer, die da hinten unterwegs sind. Locker 10 Stück.
Kiez kriegt halt einen Stern und einer schlägt noch ein. Und die anderen ganz vielen Stachis, jetzt schlagen ja sein. Boah, ein Lag da. Das ist auf einmal nur viertel so schnell. Rennnummer 8 war das. Also ein Viertel geschafft. 22 Minuten Aufnahme. Würden 88 Minuten Aufnahme entspricht knapp 90. Also würden also 1,5 Stunden dauern die Aufnahme. Ich hau mit selben Stachelpanzern voll. ECN Beach Beach. Kann ich auch so diese Ultra-Abkürzung hier. Ah, der Kugelwilling nimmt's nicht. Zweiter, dritter, vierter, siebter, neunter. Jetzt sind wir Platzierung los. Erster. Die Runde zählt. Und ein Stachipanzer. Und gedodged. Immer so ein Ende. Und nochmal wieder 15 Punkte dazu. Boah. Wie viele Punkte kann man in 32 Rennen kassieren lassen? 480 sind maximal möglich. SNES Marius Piste 3. Rennen. 3, 2, 1, los. Ich hätte irgendwie diesen Bam, den ich mir selbst hat. Der Rote soll mich nicht treffen, ich soll mit dem Abstand Erster werden. Das ist natürlich nicht förderlich hier, ständig die Pilze zünden. Ich muss einfach mal eine Weile nichts machen. Warm, ich wollte Blooper nicht mehr haben. Ich war natürlich da in dem Moment ein Stachelpanzer. Und gleich vorbei. Eine Banane. Jetzt hinten. Gedodged. Und mich wieder nach dem Ziel immer selbst kaputt hauen. Über 50 Punkte, der zweite hat erst 90. Nummer 11 ist Donkey Kong Dschungelpark von N64. Erstmal ein bisschen Vorsprung rausfahren und dann irgendwo rund extra runterfallen. Also ein Let's Player Nintendo hat gesagt, dass da Affen rauskommen. Wenn man da Mario Kart 64 gespielt hat, dass da Affen rauskommen. Und dass man dann zurück auf die Strecke gepackt, geschubst wird. Dann da zurück auf die Strecke geschubst werden. Das ist mal ein interessantes Fakt. Aber als Mario Kart 64 rauskam, lebte ich noch nicht mal. Ich komme nämlich von 1999 und... Und Mario Kart 64 kommt aus 1996 bzw. 1997. Boah,
Sammelst, die hat die Stachelpanzer hinter mir. Geh nicht mehr. Hat niemand mehr. Einfach mal so Spaß, so viele Stachelpanzer fliegen lassen. Wir brauchen noch mehr. Da kommen noch mehr Panzer. Aus dem Nichts kommen einfach Stachelpanzer. Tauf beiseite gerammt. Luigi weg. Die verfolgen mich da einfach. Bam! Gedodged. Diese 50 Stachelpanzer auf einmal gedodged. Wie? 15 nur vielleicht sogar noch mehr Stachel. Runterfallen. Bin ich noch wieder gegen einen. Erst in der zweiten Runde. Und ich dachte, es passieren ein. Und jetzt schlagen wir ein. Oh, die ganzen Stachelpanzer. Oh. Blätterwald übrigens. Ich kenne da keine mega Abkürzung, wo die Runde zählt auf Blätterwald, weil ich habe schon mehrere Abkürzungen probiert, aber dann zählten die Runden niemals. Aber es gibt bestimmt eine, weil ich nämlich ein Video schon. Erstmal eine Runde Vorsprung rausfahren. 37 Sekunden. Ach. Das war ein kleiner Fail. Kugelsäle da unten. Danke. Ich muss mal extra unterfallen, aber ich muss erstmal gucken, ob die Runde überhaupt zählt, die ich hier mache. Die zählt. Gedodged. Noch einer. Ebenfalls gedodged. Haufen. Oh, was war das denn? Ein Stachelpanzer. Boah, die fliegen aber ganz komisch hier, die ganzen Stachelpanzer. Oh, noch ein roter Panzer. Donkey Kong Schikane. Während des Countdowns und los waren. Bin ich aber witzig. Aber ich könnte auch, wenn ich offline das so mache, dann fallen auch schon die Computergegner eigentlich auch schon während des Countdowns los. Aber es ist online nicht so, dass die anderen schon während des Countdowns fahren können. Abkürzen. Und der Kugel Willi wird gezündet.
29,983. Ich brauche wenigstens den Countdown. So sieht Lady Luigi aus. Ich muss halt jetzt mal extra mal runterfahren. Ich fahr mal extra runter. Mit dem man Stachelkante zünden kann. Boah. Mal alles voller Stachelkante machen. Stachelpanzer schon wieder. was hab ich da denn gerammt? Nochmal! Zweimal rammt mich in der Sternfahrer. Und mich nach dem Ziel wieder selbst kaputt hauen. Jetzt haben zwei Fahrer über 100. Und dieser Funky Kong ist auf Platz 2. Funky Kong. GCN Luigi Arena. 3, 2, 1, low. Waluigi Arena. Roter Panzer. Und Kugelilli zünden. Ist mal eine bis zum Ziellinie wieder Kugelillis. Erst hier rüber, damit die Runde auch zählen kann. Ah. Jetzt geht's endlich rüber. Natürlich ein bisschen Vorsprung verloren. Dann läuft es hier auch so langsam. Oh, viele Boah, wann ist das denn endlich vorbei? 15, da habe ich ja gleich die Hälfte. Das wird so ungefähr 1,5 Stunden lang die Aufnahme. Eine Runde Vorsprung.
Jetzt habe ich erstmal eine Runde Vorsprung rausgefahren. Wow. Wo fliegen die ganzen Staffel von alle hin? Der Schlange. Dann schon wieder. Und der Rot kommt noch hinterher. Und nach dem nächsten Rennen ist Halbzeit. Kokospromenade. Ja, diesen Glitch da, den kriege ich da nicht hin. 3, 2, 1. Also der DN Yoshi, wenn ich mal gecheatert, der wird wahrscheinlich nicht so cheaten, wie ich cheate. Ich versuche immer mit Ordnung. Man sieht ja, ich mache hier immer ordentlich Abstand. Also ich versuche immer Erster zu werden. Und die anderen nicht zu ärgern. Also die anderen versuche ich ja nicht zu ärgern. Aber einfach nur mit Abstand Erster zu werden hier. Um vielleicht die anderen sogar zu helfen. Aber mit 35.000 Rennpunkten. Wir müssen mal 35.000 Rennpunkte machen. 32 Sekunden. Das schafft ja niemand. 32 Sekunden. Nur mit Cheats kriegt man das hin. Die Treppen stehen genauso wie in der ersten Runde. Jetzt muss ich gleich immer mal extra runterfallen. Damit ich ja auch die ganzen mit den ganzen Stachypanzer unterwegs bin. Oder? Hä? Zwei Stachypanzer. Ich hab keinen davon geschossen. Ich hab ja keinen Stachypanzer geschossen. Dann auf einmal kommen zwei direkt hintereinander. Komm hier nicht rüber. Ich komm da nicht rüber. Die wahre Mauer ist einfach zu hoch. Coconut Mall, so sieht die Strecke von oben aus. Muss ich irgendwo rausfahren. Hier fällt man runter. Boah, die sind aber verrückt, die Stachelpanzer. Wo sind die jetzt hin? Ah, die fliegen ja quer durch hier. Boah, die fliegen ja wie verrückt, die Stachelpanzer. Boah. Richtiges Bombardement bei mir. Aber ein Bombardement. Und jetzt ist die Hälfte geschafft. 41 Minuten Aufnahme, also eine Stunde 22. Jetzt müssen wir dauern. GCN Marios Piste. Also von den Mario Karts her hatte ich. Aber ich Mario Kart Wii und Mario Kart 7. Aber irgendwie habe ich mit mehr Lust auf Mario Kart Wii. Was, wahrscheinlich mit Cheats. Ich habe mehr Lust auf Cheats. Deswegen Mario Kart Wii. Komme ich hier irgendwie rüber? Dann komme ich ins Abseits. Luigi. Fliegen die ganzen. Oh, wir schlagen die alle ein. Bam, bam, bam.
GCN Marius Piste. Stachy-Panzer. Und Google-Lizenten. Nochmal. Fragezeichen Box. Ja, immer Erster werden hier. Der Funky Kong ist immer noch auf Platz 2 Gesamtwertung. 46 Punkte der letzte, das ist ja schon ordentlich. Und das 17 Rennen. Kumu weiter. Die fliegen alle den Moonjump weg. Oh, rausgefallen. Lucky to. Oh. Das sind immer noch ein paar Rennen. Also ich mach die erste Runde. Die erste Runde ist immer meistens gedacht, um Vorsprung rauszufahren und in der zweiten und dritten Runde nur runterzufallen. Stachy-Panzer. Oh, in die Kanone rein.
Blitz! Ein groß geblitzt. Sind aber noch einige Stachypanzer unterwegs, aber die sind noch nicht zurück eingeschlagen. Die kommen gleich erst. Da kommen die nämlich erst. Wow. Marios Piste. Boah, weil viele Stachypanzer da auf mich eingeschlagen sind. Während des Countdown. Das ist eine Haschke, sag ich mal. Neben Mondblickstraße, das ist meine Strecke, die ich überhaupt nicht mag. Wahres Goldmin mag ich nicht so gerne, weil ich da immer gerne runterfallen kann. Durch das Runterfallen immer. Bei Mondblickstraßen sind das die Autos. Auch Regenbogenboulevard eigentlich auch ein bisschen, aber ich finde die eigentlich schöne Musik. Aber jetzt ist natürlich Runterfallen erwünscht, weil jetzt. Bam! Blitz. Boah, viele Blutschild-Dodges hintereinander. Boah.
Ofen. Oh, noch mehr. Da kam noch mehr. Boah, die ganze Starry-Panzer, wie verrückt die da rumfliegen. Toads Fabrik. Nochmal. 3, 2, 1. Das ist 9. Blitz! Genau zum Ende des Google Willis. Starry-Panzer. Baby Luigi, der sich da freut. Immer Erster werden wir. Dreiundzwanzigstes Rennen. Die Strecke ist unspektakulär für diese Stunts, die ich mache. Die ist nicht so gut geeignet dafür. Aber man kann es trotzdem versuchen. Warum hat denn... Blitz! Weiter. Das will ich die Strecke möglichst schnell passieren lassen jetzt.
ein bisschen Action noch hier reinbringen. Ha, 58 Minuten Aufnahme schon. Das ist ja schon eine gewaltige Aufnahme, wenn ich ja alle 32 Rennen machen würde. 24, dann habe ich gleich drei Viertel geschafft. Hilt schon, meine Lieblingsstrecke. Ich wollte gerade den Glitch probieren. Das im Hintergrund von Nichte. Im Hintergrund hört. Ich hatte mein Heimspiel schon gehabt und war auch so Bayland. Die ist kurz bevor die 2 wird. Aber hoffentlich stört das nicht, die Hintergrundgeräusche. Ah, Pilzkante. Und ein Stachelpanzer, also vorne kommt. Ich habe noch keine Stachelpanzer geschossen. Wie viele Stachelpanzer? Boah, wie viele sind das denn? Das sind aber ganz schön viele Stachelpanzer hier. Baby Luigi hat kommen. Eine Stunde ist die Aufnahme jetzt gerade lang geworden. Eine Stunde. Bestimmt schon einige Gigabyte. Aber ich werde jetzt natürlich umkonvertieren, damit die Datei kleiner wird. Der ist Peach Schlossgarten. Kann ja auch auf diesen Dingern drauf. Oh, mein Kettenhundrammen. Kann ich hier irgendwo runterfallen? Oder immer so hingehen, wo Lakito einen einsetzt, wieder einsetzt. Natürlich außerhalb der Strecke. Hier ist außerhalb der Strecke. Wie ich das hier machen kann. Stachelpanzer. Oh, die Kuh. Genau auf der Ziellinie. Das waren jetzt auf jeden Fall zwei Drittel. Nein, nicht zwei Drittel, drei Viertel. Zwei Drittel von 32. Das sind 10, Periode 6. Also 10, Periode 6 ist
ein Drittel von 32. Also 10,666666666. Unendlich lange. Von 32. Aber ich wollte, zwei Drittel sind ja dementsprechend 21, Periode 3. Und dann nochmal 10, Periode 6 sind dann 32. Ja, cool. Die Mondwegstraße kam noch gar nicht dran. Ich wundere mich, wo die bleibt. Und hat die. Also Yoshi ist auch da, aber jetzt nicht auf Platz 1. Oh, 3. Und die letzte Runde. Und ein Stachypanzer. Blitz schon wieder. Bam. Und wurde wieder am Ende des Google Willis zum zweiten Mal geblitzt. Ich will nämlich mal ein Video haben, was vielleicht also im Bereich ab 2000 Aufrufen pro Woche kommt. Weil ich in der ersten, nach einer Woche 2000 oder mehr Aufrufe habe. Weil ich will nämlich auch mal ein bisschen bekannter werden und nicht nur mit solchen Videos mit 20, 30 Aufrufen so langweilen. Ich will mal 2000 oder mehr Aufrufe haben. Was ich jetzt bemerkt habe, ist, meine Freundesliste, also mein 1250-2961-1283, die, der ist jetzt voll. Jetzt habe ich auch erst 13 oder 14 davon geaddet. Da könnte ich eigentlich die ganzen, die mich noch nicht geaddet haben, will ich dann nach, sag ich mal, Mittwoch würde ich dann entfernen, alle, die mich noch nicht geaddet haben. Würde ich Mittwoch alle entfernen, die mich noch nicht geaddet haben. Piazzale del Vino. Erstmal eine Runde Vorsprung rausfahren. 39 Sekunden. 39. Übrigens, heute ist der 11. Mai 2014, Muttertag. Aber das mit dem Cheaten hier mache ich getrost offline, sieht man ja auch. Weil online würde ich wahrscheinlich zu fies dazu sein. Und nochmal sowas wieder machen. Oh, die ganzen Stachypanzer. Man kann die nicht auch aus der Luft dodgen. Wow. Stunde 6, dann ist es gleich vorbei. Es dürfen noch so um die 6 Rennen sein. Hä? Wo kommen die ganzen Stachypanzer denn her? Das ist alles von den Computergegnern. Wow. 405 Punkte. Und wie viele Rennen sind es denn noch? Ich dürfte ja eigentlich bald aufhören. 28, es sind noch. Ach, das sind noch so 3, 1, 4, 5 Rennen noch. Mit dem, das ich noch nicht gefahren habe, sind es noch 5 Rennen. Luigi's Piste.
Baby Luigi, wo fließt weg? Oh, was ist das denn? Und schon wieder. Es wurde schon wieder am Ende des Kugelgewichts zum dritten Mal in der Aufnahme geblitzt. Zum dritten Mal war der Kugelgewicht gerade vorbei und dann kommt ein Blitz. Also das ist anscheinend relativ häufig. Das wäre jetzt im Durchschnitt knapp jedes zehnte Rennen. Also etwas weniger als jedes zehnte. Weil wenn das jetzt bei den nächsten Rennen ausbleibt, dann sind 2. Ich muss sogar 2 Führungsrunden am besten machen. Massig Stadtpanzer losschicken. War langsam. Boah. Guck mal, die ganzen Stachelpanzer alle auf einmal. Da kommen noch viel mehr. Oh. Das hat aber jeden Tag über 100 Punkte. 1:10, was eine lange Aufnahme. Das drittletzte Rennen. Die fahren ja, da sieht man auch auf der Karte, dass die kaum Gegner auch schon während des Countdowns fahren. Ach, noch 2 Rennen, dann ist es vorbei.
Fall auch viele Stachelpanzer. Und das, oh, Mondlichtstraße kommt als letztes dran. Die kommt als letztes dran. Die Aufnahme ist 1 Stunde 15 im Moment lang, wird wahrscheinlich 1 Stunde 18 am Ende werden. Ich möchte nur noch ein bisschen was am Ende anhängen und zwar die Statistiken zeigen von dem Profil, was ich da gemacht habe. Mein Cheater-Profil, die Statistiken. Ich benutze schon seit 2-3 Wochen schon diese Cheats hier, die ich ja. Hat sich seitdem nicht mehr geändert, also damit bin ich zufrieden, was ich jetzt hier als Cheats drin habe. Ich wollte eigentlich noch Bullet Bill Speed einsetzen, aber das hat nicht geklappt. Dass ich damit 300, 700, 1200 Kilometer pro Stunde fliegen kann. Ah, ich dachte, sie attackieren mich selber. Bam! Und jetzt hoch damit. Letztes Rennen war das. Punkte, das ist die Maximalpunktzahl. So lange. 1 Stunde 16 ist die Aufnahme jetzt schon. Und dann nochmal meine Statistiken zeigen. Rang A, 2417 Marathon V-Kilometer, 240 Rennen, 2 Wettkämpfe, 100% V-Wheel, 46 Stunts. Mario, Lieblingsfahrer Mario, Lieblingsfahrzeug Machbike, Lieblingskurs Luigi's Piste, Lieblingsarena Funky Stadion. 0 Siege, 0 Niederlage, Freundesrekord. Keine gesendete bzw. empfangene Geistdaten. 5.448 Punkte, 54 Siege, 31 Niederlagen. Ich hatte zwar Cheats drin, aber ich habe sie nicht genutzt. Ich wollte sie nämlich nur nutzen, wenn Cheater kommen. 5.000 W-Punkte, habe ich noch nichts gemacht. 181 Erstplatzierungen, 68% Zeit als Erster. 4.646 erzielte, nur 257 erhaltene. Geisterrennrekord, 0 Siege, 0 Niederlagen und 0 Wettbewerbsteilnahmen. Der Freundescode 2824053 3065. Das war aber ein Video.